Hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich habe mal wieder was richtig Cooles von Gearbest geschickt gekriegt. Kostenlos, Link in der Beschreibung und so weiter. Und zwar einen Decaker. Das ist nichts anderes wie so ein kleiner Laser, den man nicht verschieben kann. So ein kleiner Laser. Ich habe gar keine Ahnung gerade, wie viel Leistung hat. Ich glaube so 2 Watt oder so hat das Teil. So ein kleiner Laser, wie auch im Blu-ray-Laufwerk drin ist. Und mittlerweile gibt es da einige so Teile, die quasi mit diesem Laser Dinge gravieren können. Und ich finde es total geil, weil ich habe ja einen großen Laser im Büro stehen, so einen 40 Watt CO2-Laser. Und gerade um was zu gravieren und so, denke ich mal, ich freue mich auf jeden Fall mächtig drauf, das Teil zu testen. Es ist ein USB-Stick dabei, es ist ein bisschen Werkzeug dabei, so eine Schutzplatte, so ein Schutzglas, das da vorne drauf kommt, dass man quasi zugucken kann, wenn er lasert. Das da mit viel Liebe auch ohne Schrauben hält und das ganze Ding verbiegt. Und USB-Kabel und irgendwie so ein Karton, um es wahrscheinlich zu justieren. Was mich wahnsinnig ärgert. Ne? Steckdose, das ist irgendwie so, keine Ahnung, Amerika, was auch immer. 100 bis 240 Volt und es hat hier hinten noch so einen kleinen Stecker. Keine Ahnung, wo da jetzt Plus zu Minus ist, wahrscheinlich standardisiert innen drin Plus, außen Minus. So, dank meiner unglaublichen Ordnung im Büro konnte ich auch das Netzteil total schnell finden und ich bin gerade total happy. Ich freue mich gerade richtig, richtig toll, weil, haha, es ist so ein kleiner Steckeradapter dabei, der hier genau in das Netzteil, in diese Holbuchse reinpasst. Und deswegen freue ich mich richtig. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich bin mir ziemlich sicher, dass Plus innen drin ist. Da hat man hier so einen Pfeil, wenn man das bei dem Pfeil hier einsteckt, dann habe ich Plus hier innen drin und Minus draußen. Dann stecken wir das ganze Teil mal ein hier. Und, ja, also wie gesagt, Plus drin und Minus außen. Sonst irgendwas nicht. Dann gucken wir mal, wie gut das Ding, ob das dann gleich blinkt oder macht oder tut. Oder gar nichts passiert. Oder Geräusche macht. Moment. Also diese Universalnetzteile sind richtig toll. Ich packe euch mal einen Link in die Amazon-Beschreibung rein. Man kann hinten sogar die Spannung einstellen. Und ich habe mich jetzt so gefreut, dass der Stecker passt, dass ich vergessen habe, die Spannung zu kontrollieren. 12 Volt kann das Ding nicht ab. Somit beenden wir mal den Test fürs Erste. So, der Service ist unglaublich gut. Ich habe tatsächlich eine neue Platine gekriegt. Ich hätte es mir eigentlich nicht gedacht, dass das so problemlos klappt, aber ich habe die angeschrieben, dass ich da das falsch eingesteckt habe. Und auf dessen haben die mir tatsächlich eine neue Platine geschickt. Finde ich total cool, weil da könnte man nämlich auch gleich mal gucken, was drauf ist, wenn wir die eh schon mal aufhaben. Und zwar befindet sich ein STM32 drauf, Leute. Ein F103C irgendwas. Mehr kann ich nicht lesen. Und hinten dran haben wir irgendwas für, ich schätze mal USB wird es da hinten dran sein, ne? Einen klassischen CH340, dieser 0815 günstige USB-Wandler. Und die Motortreiber, das wären die hier, kann ich mal reinzeigen, damit man es auch mal größer sieht. Die Motortreiber sind quasi unbeschriftet, da sieht man nichts. Also hier befindet sich der STM, hier der USB-Wandler, die Tasten dazu. Mehr ist nicht drauf. Ein 8 MHz Quarz noch für den Mikrocontroller und das war's dann. DC 5 Volt steht auch hier nochmal groß drauf am Hohlstecker. Sollte man halt auch lesen. Oder halt auch gucken, was man macht vorher. Da oben ist noch eine Taste vorgesehen, die ist nicht bestückt. Auf der Unterseite ein dicker Kondensator. 1500 Mikrofarad. Das ist gut. Wird er auch brauchen, um die Motorströme zu puffern. Und eben die Anschlüsse für die Motoren, also steht sogar super beschrieben, Fan, Motor X, Motor Y, Laser, Power, USB, alles da. Dann bauen wir das Ding mal im Express-Verfahren ein
und schauen uns nachher an, ob das auch funktioniert dann. So, sogar eine Schraube extra, die wir nicht brauchen. Ein Schraubendreher ist dabei, dass man nicht mal Werkzeug benötigt zur Inbetriebnahme. Das ist natürlich schon praktisch. Also man kann dann hier quasi kann das Laserlicht nicht durchgehen, falls gerade die Katze vorbeiläuft, dass die nicht erblindet, wenn da irgendwas abgestrahlt wird. Ich persönlich natürlich Sicherheit ganz vorne. Ne? Also auf jeden Fall würde ich empfehlen, wenn man so ein Teil hat, eine Brille entsprechend dazu zu kaufen, diese Schutzbrillen mit der entsprechenden Wellenlänge. Weil man hat zwar zwei Augen, also wenn man eins verliert, hat man noch eins, aber so dreidimensional sehen, glaube ich, hat schon Vorteile. Deswegen lieber Sicherheit ganz vorne. Und jetzt testen wir das Ganze nochmal. 5 Volt eingestellt, auf jeden Fall, das sollte jetzt passen. Ich habe das Teil jetzt mal soweit eingesteckt, USB hängt dran. Wurde auch schon erkannt, der Treiber, die 5 Volt hängen dran. Und siehe da, wenn man jetzt, also wichtig, ich sehe nämlich gerade, dass da schon was leuchtet da unten drin. Also man sieht, hier leuchtet schon was. Da wir natürlich auf Nummer sicher sein wollen, Safety First, eine coole, stylische Laser-Sicherheitsbrille. So, das Ding leuchtet nämlich schon. Kann ich euch mal zeigen. Und es bewegt sich auch schon, wenn man die Tasten drückt. Ah, ideal. Besser geht's ja gar nicht. Ich kann den Laserpunkt natürlich erkennen. Absolut ideal. Ich lasse mal die coole Brille jetzt mal auf. Und wir gehen jetzt mal hier zur Elgato rüber. Denn, also Treiber wurde erkannt, so CH340, das Standardteil. Ich sehe nichts. CH340, das Standardteil. Und dann ist hier so ein USB-Stick dabei und wir sind ein Haufen Bilder dabei. Oh, wie cool. This picture will take a long time to carve. Hier sind schon ein paar Bilder dabei, die irgendwo runter, ja, also ich sage, die haben da sicher die Lizenzen dafür, dass die hier mitliefern können. Ganz viele, Rolex, Hermes, alles da, ne? Puma. Und Driver.exe braucht man nichts, Carve.zip, das wird, oh mein Gott, ja, das wird wahrscheinlich das Programm sein zum Gravieren. Kopieren wir mal runter. Parallel dazu gucken wir uns mal das User Manual an. Focus before using, turning the focus cap until the laser light converged into one point very small. Das machen wir jetzt noch schnell. Until the laser point converged very small. Ich glaube, im Mikroskop kann man das gar nicht erkennen, aber so in echt sieht man es relativ gut, das Ganze. How to open software. Kein Mensch braucht hier irgendwie, ne? Na. So, jetzt haben wir hier so eine Software. Vielleicht sollte man die Scarf EN starten. Vielleicht ist es dann leserlich. Ja, Gray MC DC. Ich maximiere das Ganze mal. Das wird die Gravierfläche sein, die das Teil hat. Clear, dann Control kann man hier steuern. Ja, kann man. Oh, da war mein Finger dazwischen. Da kann er jetzt nichts dafür. Au, da ist wieder mein Finger dazwischen. Dann fährt er quasi hier die... Position an. Nett. Das ist schon mal lieb gemacht. Also ich bin jetzt ja mal ganz naiv. Nimm mir jetzt ein Bild und zieh das einfach rein. Ha! Es geht. Okay. Grau. MC. DC. Okay.
Ah, kann man noch, die Software ist ja mal cool. Kann man noch quasi einstellen, die Kantenglättung oder so. Das finde ich ja gerade genial. Die Frage ist natürlich, wie groß das ganze Ding jetzt wird. Change Size Width 75 mal 16. Also vielleicht Millimeter. Machen wir es jetzt mal 5 cm mal 11. Eskaliert automatisch. Finde ich schon mal cool. Was haben wir hier? Ah, hier kann man es drehen. Okay. Spiegeln wahrscheinlich. Invertieren. Jetzt könnte man sie noch zuschneiden, zoomen und so wahrscheinlich. Faktor 1, 1,3. Okay. Das wäre Schrift. Da kann man was weglöschen. Da kann man vielleicht was zeichnen, oder? Oh, da kann man was zeichnen. Sehr gut. Rückgängig gibt es nicht. Dann. Okay, dieser Radiergummi ist interessant. Jetzt habe ich es eh Hajo mit weg. Gibt es hier keine rückgängig? Nee. Schade. Dann. Ah, okay. Jetzt haben wir quasi die Edit-Dingens fertig. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, ich setze jetzt mal meine Brille auf. Jetzt drücke ich einfach mal hier. Also. Ich weiß nicht, was das. Ah! Okay. Mit dem fährt da quasi die Kontur ab. Also der düst jetzt hier quasi im Kreis, kann man das erkennen. Und zeigt quasi, dass man weiß, wie groß das Ganze wird, was er lasert. Und das wird schon gar nicht mal klein, muss ich sagen. Ich will das kleiner. Kannst du aufhören, bitte? Edit. Ich will, dass das Ding kleiner wird. Das ist mal viel zu groß. 75er hat. Ah, ich muss auch speichern. Ich bin ein Schlauberl, ein Schlaubi. Machen wir das mal kleiner. Machen wir es mal 3 cm. Safe. Ah, perfekt. Safe. Dann. Perfekt. Mit dem fährt er quasi die Struktur ab, die er braucht. Das ist perfekt. So haben wir alles drauf. Und mit dem lasert er vielleicht. Wir probieren es mal. Ich könnte auch die Anleitung lesen, aber ach. Also der Lüfter geht jetzt an und es stinkt. Und er macht was. Ah, hier hat man die Lüfter. Ah, den kann man ausschalten. Ach, ist das toll. Kann man hier, ah, hier kann man live quasi das ändern. Ah, jetzt passt mal auf. Wenn man das jetzt hier ändert, ja, ich dachte mir das schon. Laserleisten drehen wir jetzt auch mal ein bisschen runter. Das ändert er live mit. Seht ihr das? Wie genial. Jetzt pfeift er da richtig schnell drüber. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig Leistung. Die drehen wir jetzt wieder auf 100% drauf. Also ein bisschen langsamer noch. Aber man kann hier quasi richtig toll einstellen. Das finde ich gerade richtig super. Also man kann das hier fein justieren. Da muss man halt mal so ein paar Erfahrungswerte sammeln mit dem Teil. Dass er hier quasi die Geschwindigkeit, wie schnell er fährt, wäre das. Und das wäre die Leistung vom Laser. Wie viel Power der quasi rausgibt. Wir gehen jetzt mal hier noch schnell rein, was da alles gibt. Display Laser Head, auch sehr schön erbaut. Control hat man vorhin schon. Da unten läuft die Zeit mit. Das seht ihr jetzt gerade gar nicht. Da unten läuft eine Zeit mit, wie lange er schon graviert. Und hier läuft eine Prozentzahl mit, wie viel Prozent schon fertig ist. Also die Software finde ich mal so für einfache Sachen und für mehr wird er auch nicht geeignet sein. Für so einfache Sachen finde ich die Software schon mal unglaublich genial. Und er riecht lecker nach verbranntem Holz schon mal. Fertig. Also, er hat jetzt, schauen wir es uns mal an, er hat jetzt dafür 4 Minuten 38 benötigt, also ein bisschen weniger wahrscheinlich hätte er gebraucht, weil ich habe die Geschwindigkeit dann hochgedreht. 4 Minuten 38 und ich meine mal, man muss da ja kein Rennen gewinnen mit dem Teil. So, coole Brille wieder ab. Und wir schauen uns das jetzt mal an, im Mikroskop, so in ganz groß und genau.
weil das Ding ist ja schon relativ klein, das ich hier graviert habe. Und ich habe jetzt auch nicht großartig rumjustiert. Ich habe quasi den Laser ungefähr so hingeschätzt. Also im Übrigen Pappelsperrholz, was ich hier graviere, das klassische, was ich auch für meinen Job und so verwende. Und es sieht nicht schlecht aus, behaupte ich mal. Also ich hätte jetzt mit der Geschwindigkeit noch einen Tick runtergehen können, damit es noch ein bisschen dunkler geworden wäre. Aber also für das Geld, was das Ding kostet, und ich finde die Software gerade total putzig. Also ich mag die Software. Schneiden probiere ich jetzt nicht. Wird wahrscheinlich gehen, schätze ich mal. Also Papier oder so ähnlich schneiden wird funktionieren. Ich bin am Anfang mit minimaler Geschwindigkeit gefahren und habe die Laserleistung auf 100% gehabt. Und ich gucke gerade mal. Also er ist nicht durch 3 mm Pappelsperrholz durchgekommen. Ich finde es gerade toll. Also ich bin gerade begeistert. Ich meine, ich habe einen 40 Watt CO2-Laser. Ich brauche das Ding jetzt nicht wirklich. Aber so mobil und so mitnehmen und irgendwo hinstellen. Von mir auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Von euch vielleicht für mein Video auch. Das war jetzt doch ein bisschen mehr Aufwand wie geplant durch die kaputte Platine. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ihr seht mich dann nächste Woche wahrscheinlich wieder. Bis dann. Ciao.